Herzlich willkommen. Erst kürzlich wurde der Jahresbericht über die Arbeit des Petitionsausschusses im Jahr 2009 an den Bundestagspräsidenten Herrn Lammert übergeben. Die Bürgerinnen und Bürger hatten viele Gründe, sich zu beschweren. Den Auslöser von fast 19.000 Bitten um Beschwerden an das Parlament gibt es in fast allen Lebensbereichen. Die Themen der Petition reichen von Hartz IV über die Folgen der Finanzkrise bis zu nicht übernommenen Kosten für Heil- und Hilfsmittel oder die Umgehungsstraße und den Nichtraucherschutz. Aber auch falsch berechnetes BAföG oder die Fernseh- und Rundfunkgebühren sind sehr oft Anlass für Beschwerden an den Deutschen Bundestag. Besonders hervorzuheben sind einige öffentliche Petitionen, wie zum Beispiel die Petition gegen Internetsperren mit über 134.000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Oder die Petition gegen ein Verbot von Action-Computerspielen mit über 100.000 Mitzeichnungen. Überdurchschnittlich hohe Mitzeichnerzahlen hatten aber auch die Petition gegen die Privatisierung von Seen und Gewässern durch den Bund sowie die Petition für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und nicht zuletzt die Petition für eine Finanztransaktionssteuer. Zu drei dieser Petitionen tagte der Ausschuss in diesem Jahr öffentlich. In einer weiteren öffentlichen Sitzung hat der Ausschuss über die wirtschaftliche Lage der Hebammen beraten, die sich mit der Rekordzahl von 180.000 Unterstützerinnen und Unterstützern an das Parlament wandten. Im Herbst werden die öffentlichen Sitzungen des Ausschusses zum bedingungslosen Grundeinkommen und zur Finanztransaktionssteuer folgen. Wenn auch die genannten Petitionen viele Unterstützerinnen und Unterstützer hatten und auch damit von der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wurden, dürfen die vielen Einzelschicksale von Petentinnen und Petenten nicht in den Hintergrund treten, sondern sie werden mit gleicher Intensität bearbeitet und wir ringen darum, Abhilfe bei den Sorgen und Problemen, mit denen sich die Menschen an uns wenden, zu schaffen. Dazu möchten wir als Linke im Bundestag, dass Beschlüsse des Petitionsausschusses mit der Bitte an die Regierung, Abhilfe zu schaffen, verbindlicher werden. Wir möchten aber auch, dass Petitionsverfahren transparenter gestaltet werden und unterstützen deshalb den Vorschlag der Koalition, einzelne Petitionen im Plenum zu debattieren. Machen auch Sie von Ihrem Recht nach Artikel 17 des Grundgesetzes Gebrauch und sagen Sie den Politikerinnen und Politikern, was Sie als falsch und ungerecht empfinden, denn nur dann kann der Petitionsausschuss aktiv werden und Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen.